Also ich arbeite seit 2015, jetzt seit 4 Jahren für die HVG im Bereich, das nennt sich technisches Management. Das ist die Schnittstelle zwischen Hopfenprodukt und Brauerei. Also da versuche ich zu beraten, auch im Forschung- und Entwicklungsbereich was zu machen, und das ist eine ganz interessante Aufgabe. Então, desde 2015, ele trabalha na HVG, né, na cooperativa de lúpulo da Hallertau, e ele trabalha como technical management, assim, é uma interface entre a produção e os clientes, assistência técnica, pesquisa, esse trabalho. Okay, und vielleicht noch kurz zu meiner Ausbildung. Ich bin auch Braumeister, habe in Weinstephan studiert, danach promoviert, im Labor gearbeitet und war dann für 8 Jahre Leiter der Versuchsbrauerei in Weinstephan am Institut. Ele é formado de engenheiro cervejeiro pela Universidade de Weihenstephan. Ele trabalhou também 8 anos lá na cervejaria experimental de Weihenstephan, onde ele promoveu também e se formou doutor em tecnologia cervejeira. Okay. Der ein oder andere hat es vielleicht bemerkt, der Titel ist ein anderer wie im Programm. Also es geht heute um späte Hopfengarben. Das ist ein Thema, das ist vermutlich so alt wie die Bierbereitung oder seit zumindest Hopfen im Bier verwendet wird. Aber ich hoffe, heute einfach ein paar neue Impulse, ein paar neue Gedanken auch zu diesem Thema geben zu können und euch mit nach Hause zu geben. Ja. Talvez vocês perceberam que o tema mudou um pouco, não é exatamente o que está na programação, onde era que lúpulo é mais do que Samagô. Aqui agora estamos em adições de lúpulos tardias, um tema antigo, né? Desde que se usa lúpulo na cerveja, já existiam adições durante vários momentos do preparo da cerveja, mas ele quer dar alguns impulsos novos, um entendimento novo. O que acontece em cada dosagem? Okay, dann schauen wir mal. Nicht. Já foi. Okay. Na, wenn man schaut, also das ist eine kleine Einführung. Jeder von euch kennt sich mit Hopfen gut genug aus, dass ich nicht mehr in alle Bereiche tief rein muss, aber ich will trotzdem ein bisschen hinführen. Also wenn man Hopfeninhaltsstoffe betrachtet, dann gibt es eigentlich drei Stoffgruppen, die für den Brauer eine Rolle spielen. Então, claro que vocês são cervejeiros, vocês já sabem o que acontece assim com o lúpulo, como ele funciona. Mesmo assim, só para dar uma introdução, uma rápida revisão, tem três compostos principais contidos no lúpulo. Bitterstoffe, Polyphenole und Aromastoffe. Das sind eigentlich diese drei Stoffgruppen, die man mit einer Hopfengabe in sein Bier bringen will. Então, a gente, né, tem amargor, tem compostos aromáticos e polifenóis. E esses três compostos a gente traz para a cerveja. Wenn man über die Hopfengabe spricht, dann gibt es zwei Extreme. Auf der einen Seite, ich gebe Hopfen ausschließlich, um ein bisschen Bittere in mein Bier zu bekommen. Und auf der anderen Seite ein Gewürz. Ich verwende Hopfen wie ein Gewürz. Also am Ende versuche ich mit verschiedenen Hopfensorten in einer Kombination mein Bier einzigartig zu machen. Então, a gente tem esses dois aspectos, né? A gente pode tratar lúpulo como uma adição técnica, claro, né, para dar proteção biológica, microbiológica, mas tem também o outro lado, onde a gente usa lúpulo como se fosse realmente um tempero que dá caráter e identidade à sua cerveja. Das ist ein bisschen unsere Firmenphilosophie. Also, wir sind davon überzeugt, dass es im Hopfen eigentlich keine Stoffe gibt, die der Bierqualität schaden. Es sind alle Stoffe im Hopfen wertvoll und gut für die Bierqualität. Wenn man von Pestiziden, also Pflanzenschutzmittelrückständen, Schwermetallen und Nitraten, die im Hopfen vorkommen, in geringen Konzentrationen, aber die im Hopfen vorkommen, absieht. Então, que a filosofia da HVG é, não se conhece realmente compostos prejudiciais à cerveja. Então, não, eles não veem assim uma necessidade de
fazer extratos onde você elimina alguns compostos. Tudo que se encontra no lúpulo, claro, tirando talvez contaminantes, mas esses aí costumam ser em concentrações muito baixas, não há motivo para eliminar compostos específicos do lúpulo. Wenn man das bedenkt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ich sag mal, chemisch veränderte Hopfenprodukte einzusetzen. Also aus Sicht der Qualität muss ich dem Hopfen nichts wegnehmen, um ein besseres Bier zu bekommen. Das então, tipo, pegar o lúpulo e dividir em frações para poder dosar ácido alfa limpinho em forma de extrato de isoalfa e do outro lado óleos, não tem essa necessidade. A gente pode trabalhar isso aí de forma muito bem com o lúpulo do jeito que ele vem do campo. Wenn man das macht, dann gibt es eigentlich meistens, es gibt nur diese zwei Gründe. Das Produkt ist einfacher anzuwenden oder man hat höhere Ausbeuten, also man spart Geld. Quando isso é feito, essa divisão, nunca é visando qualidade, praticamente é sempre eficiência, mais simples de usar, mas nunca é realmente ganho em qualidade quando você trabalha com produtos modificados. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, was macht Hopfen mit unserem Bier, dann macht es bitter, ja. Hat aber auch Stoffe, und da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen, die über Isoalphasäuren hinausgehen, die meine Bittere nicht nur, sag ich mal, knackig machen, sondern angenehm, weich, die etwas mehr mitgeben als die Isoalphasäure. Agora, então vamos olhar o que se pode fazer para deixar o amargor não simplesmente presente assim limpinho, mas assim compostos que vêm junto e deixam o amargor mais agradável. Soa um pouco estranho, mas amargor pode ser agressivo, né? Ele pode ser redondo assim. Gibt Geschmack, gibt Aroma, je nachdem, wann ich das im Prozess einsetze. Und diese Polyphenole helfen mir mit der Vollmundigkeit. Die geben meinem Bier Charakter. Also wenn ein Bier etwas langweilig schmeckt, dann sind Polyphenole vielleicht ein Mittel, um das ein bisschen aufzubauen. Então, especialmente os polifenóis são meio de deixar a cerveja até com corpo, né? Corpo de lúpulo. Então, os polifenóis trazem sabor e trazem caráter específico na sua cerveja. Und besonders, also diese späten Gaben, sehr spät im Prozess, helfen mir auch durch diese nicht isomerisierten Alphasäuren, die ich mit reinbringe, den Schaum zu verbessern, ohne dass ich Tetra einsetze, ohne dass ich irgendwelche Chemie mit reingebe, und auch die Geschmacksstabilität zu verbessern, durch gerade wieder so niedermolekulare Polyphenole, die als Antioxidantien wirken können. Então, o conjunto de polifenóis de baixo peso molecular e os compostos não isoalfa, chamam depois ABC em inglês, auxiliary bitter components, né, compostos auxiliares de amargor, esses compostos deixam a cerveja mais completa, mais redonda. E melhoram a espuma e o paladar. A estabilidade também da cerveja pronta. Und einfach um jetzt dann diese ganze, sagen wir mal, Theorie, um späte Hopfengaben besser zu verstehen, gehe ich jetzt auch noch auf ein paar Sachen ein, die zum Thema Bittere zu sagen sind und zum Thema Aroma zu sagen sind. Ein bisschen Grundlagen. Agora ele vai passar alguns slides que dão um pouco a base, né? A gente sempre olha isso aí, mas é sempre bom repetir, né? Os componentes principais de sensorial. Und also wenn man überlegt, das habe ich jetzt vorhin schon erwähnt, aber wenn an Hopfenbittere denken an Isoalphasäuren. Aber der Hopfen kann viel mehr. Also er bringt wirklich eine ganze Vielzahl von Stoffen mit, die für die Bittere auch eine Bedeutung haben. Então, mais uma vez, para martelar isso na cabeça, né, que o lúpulo não traz só ácido alfa, que se torna o amargor depois que isomerizou. Tem vários outros compostos que ele vai agora listar, que ajudam a alcançar uma cerveja única. Das ist, wenn ihr euch erinnert, was Andy Gar gestern erzählt hat, das sind diese Stoffe, die zum IBU beitragen, also zu dieser Bittereinheit, die man misst, photometrisch, das sind all diese Stoffe, die man mit dieser Methode erfasst, was nicht Isoalphasäure ist. Então, se você se lembra ontem da apresentação do Andreas Gar, esses compostos não isomerizados também contribuem com o IBU. Então, essa ideia que só isoalfa vira IBU não é bem certa, assim, né? Você pode realmente contribuir para o amargor total
com compostos não iso alfa. Und also eine Liste nicht komplett vollständig, aber das sind nicht isomerisierte Alphasäuren, das sind chemisch veränderte Alphasäuren oder Bestandteile der Alphasäuren, die Derivate sind Betasäuren, polyphenolische Substanzen und all das fassen wir zusammen als ja, ABC oder Der Compounds. Ele não vai agora falar assim em cada ponto, mas vocês veem no slide aí que são derivados de ácido alfa, que são às vezes quimicamente modificadas, ácidos beta e derivados e resinas, né? Que com esse conjunto todo vai ser tratado daqui para frente como ABCs, né? Auxiliary Bitter Components, Componentes Auxiliares de Amargo. Wie kann ich diese Menge beeinflussen? Eigentlich sehr einfach über die Menge an Hopfen, die ich setze. Also negativ, wenn ich sage, wie beeinflusse ich das Ganze in eine Richtung, in eine negative Richtung dieser Stoffe, dann alles, was Isoalpha ist, Ausbeute erhöht, was letztlich den Einsatz von Hopfen reduziert natürlich auch diese Begleitbitterstoffe. Então a gente influencia positivamente a soma, né, a quantidade desses ABCs que a gente vai encontrar na cerveja, se não usamos produtos enriquecidos com ácido alfa, por exemplo, extratos ou lúpulos de alto alfa. Tudo que diminui a quantidade total de lúpulo vai sim impactar negativamente no sabor. Na Soma dos ABCs. Und also dass man das auch vielleicht richtig einordnet. Man kann auch mit Isoalpha-Säure-Dosage vor dem Filter ein sauberes, gutes Bier machen. Das steht nicht zur Frage. Aber wenn man eine komplexe Bittere will, die ein bisschen mehr macht im Mund, außer nur bitter zu sein, dann helfen eben solche Begleitbitterstoffe sehr. Ele não quer ser mal entendido. Daria até para fazer uma cerveja muito limpa e bem feita, até dosando isoalfa durante a filtragem em linha, mas você não vai conseguir talvez um caráter, uma cerveja que se destaca por sabor próprio. Und ich bekomme mehr davon rein, wenn ich Hopfen verwende, die im Vergleich zu Alphasäure auch einen gewissen Anteil an Betasäure haben. Das sieht man hier an diesem Verhältnis Beta zu Alpha. Wenn das größer 1 ist, dann weiß ich, bringe einen größeren Teil von diesen Stoffen mit ein. Und das sind in der Regel, was wir als Aromahopfen kennen. E daí, olhando as variedades de lúpulo, que sempre tem ácidos alfa e ácidos beta, quando a gente tem uma relação de beta para alfa acima de uma, aqui botou 0,7, aber das ist 0,7. Also so 1 ist aber besser. Uh-huh. Genau. Ele botou assim como limite, assim, 0,7, mas para distinguir lúpulos de amargor de lúpulos aromáticos, mas quando a gente está acima de 1, a gente realmente tem um impacto muito positivo no teor de polifenóis e ácidos beta. Und diese Grafik hat Andy so ähnlich gestern auch gezeigt. Also das soll einfach veranschaulichen, was passiert, wenn ich ein Bier nur mit Isoextrakt auf 20 IBU bittere. Das ist eine Grafik von einem flüssigen Isoextrakt, andere Seite, und rechts in dieser Grafik sieht man, was, wenn ich ein Pellet einsetze, um eine ähnliche Bittere, ein ähnliches Bitterniveau zu bekommen. Aqui ele está mostrando o que seria uma cerveja, né, justamente com dosagem de isoalfa na filtragem para chegar em 20 IBUs. E do lado direito, o que acontece quando você faz os 20 IBUs com pellet? Also, ich habe natürlich auch Isoalpha-Säuren, aber ich habe eben auch diese Begleitbitterstoffe. Ich kriege Stoffe, die vom Hopfen kommen, die löslich sind. Aminosäuren, Polyphenole und Glykoside, Eiweiße, was auch immer. Also alles, was der Hopfen mir bringt, in einem Pellet enthalten ist und löslich ist, bringe ich auf diesem Weg mit ins Bier. Und das macht die Bittere und das, den ganzen Hopfeneindruck an sich natürlich etwas komplexer. Então, die Zunge hat mehr zu schmecken. Então, para você fornecer mais impressões para a língua, para a boca do seu consumidor, aí você vê que enquanto você tem um único composto de isoalfa do lado esquerdo,
do lado direito você já tem uma soma de isoalfa e os ABCs, que em conjunto vão dar os 20 IBUs, mas além disso você tem os polifenóis, glicosídeos, proteínas, o que realmente vai deixar esse amagô inserido numa composição mais agradável e mais harmoniosa. Und noch ein kurzer Exkurs in die Aromastoffe, das haben wir gestern schon gehört. Brian hat darüber berichtet, Andi hat ein bisschen darüber angerissen. Das ist komplex, wenn man überhaupt vom Aroma sprechen will. Trotzdem denke ich, wenn man über späte Gaben spricht, späte Hopfengaben in einem Sudprozess, dann muss man kurz das Thema Aroma anreißen. Então, né, pensando mais uma vez assim, nas apresentações ontem do Brian e também do Andreas, o assunto aroma de lúpulo é muito complexo, né? Lembrando novamente aquela analogia do vão escuro com algumas luzes piscando, mas não adianta, a gente tem que enfrentar esse desafio de decifrar um pouco melhor o que acontece na questão de aromas. Und wenn man Hopfenaroma versucht zu analysieren, dann spricht man heute von ungefähr 400 Komponenten, die man messen kann, die man wirklich bestimmen kann. Und diese Summe an Aromakomponenten bezeichnet man als Hopfenöl. Also das, was als Hopfenöl letztlich in der Analyse steht, ist eine Summe aus 400 und mehr, vielleicht sogar Einzelsubstanzen. Então, analisando lúpulo no laboratório, hoje dá para identificar 400 compostos aromáticos e a soma deles é o que a gente descreve como óleo total do lúpulo. Und was das Hopfenaroma besonders macht, ist im Vergleich zum Beispiel zu anderen Früchten oder auch zu anderen Aromen wie Vanille. Es ist immer eine Kombination an Aromen. Also Vanille, ein chemischer Stoff, Vanillin, jeder von euch erkennt, das ist Vanille. Das ist mit Hopfen anders. Es gibt keine Substanz, die ich als einzelne Substanz rieche und sage, Hopfen. Ele compara daí o aroma, por exemplo, de baunilha, que é composto, vanilina, que você consegue distinguir muito fácil, isso aqui é baunilha. No lúpulo, não, é uma composição realmente que dá o aroma de lúpulo como a gente conhece, como a gente sente quando, né, cheira assim, uma amostra de lúpulo. E não dá para tirar, ou botar o dedo em qualquer desses componentes e dizer, não, esse é o predominante. Und wenn man Hopfenöl versucht zu definieren, dann ist Hopfenöl erstmal das, was ich mit einer Wasserdampfdestillation aus dem Hopfen gewinnen kann. Então, primeiramente, o que seria, como a gente consegue esse óleo total do lúpulo? Ele normalmente é feito, essa extração é feita com uma destilação de arraste. Und im Labor, wenn man das misst, gibt es eigentlich zwei verschiedene Methoden, das Hopfenöl auszudampfen. Das eine ist eine Wasserdampfdestillation, also man hat einen Kolben, schmeißt den Hopfen rein und kocht das wirklich wie eine Suppe. Então, a soma, né, de todos esses compostos que são voláteis no vapor, normalmente a gente consegue extrair com destilador por arraste de vapor de água. Und hat oben dann einen Rücklaufkühler, das Öl wird in einer Falle, in einer Ölfalle gefangen und dann bestimmt. Also die Menge erstmal und dann vielleicht auch die Inhaltsstoffe. Então, um pouco como na apresentação do Philip, de fazer o destilado, né, o whisky, mas assim, tem condensador em cima, onde condensam esses óleos, são captados num prato e desviados para recipiente. Und der zweite Weg ist eine Trägerdampfdestillation. Das heißt, man hat das auf einem Sieb, vereinfacht auf einem Sieb, und von unten kommt Dampf durch und nimmt das Öl und die Aromastoffe mit in einer Dampfphase. Und dann wird das kondensiert und man hat im Endeffekt, man kocht das nicht in einem Wasserbad, sondern man nimmt den Dampf als Trägerstoff. Ah, não, então o que eu falei até agora não foi exatamente a destilação de arraste, é simplesmente você cozinhar todo o lúpulo dentro de uma água, assim, e a de arraste seria, você tem o lúpulo em cima de uma peneira e só o vapor passa e arrasta. Und, man, das são os dois métodos. Das weiß jeder Brauer hier. Diese Ölmenge ist natürlich nicht für jede Sorte gleich. Also es gibt große Unterschiede, einmal nach Hopfensorte. Das kann schwanken zwischen nichts, einem Sarzer mit 0,2 Milliliter pro 100 Gramm Hopfen, bis hin
zu Polaris, der 4 und mehr Milliliter pro 100 Gramm Hopfen hat. E claro, daí vocês sabem que temos variações grandes entre uma variedade e outra. Pode ser um Sass, que tem quase nada de óleo, 5,2 mililitros por 100 gramas, ou ter lúpulos muito fortes no teor de óleo, como um Polaris, que até passa esses 4 mililitros por grama. Aber auch Sachen wie der Jahrgang, also das Erntejahr, der Anbauort und auch der Reifegrad, also wann wird der Hopfen geerntet, das nimmt alles Einfluss auf den Ölgehalt und vor allem auch auf die Ölzusammensetzung. E para complicar mais pouco, ainda temos as variedades de safra, né, de região e do ponto de maturidade para colheita. Tudo isso impacta na composição dos óleos e na quantidade também. Und ich denke, jeder von euch, der zur Hopfenernte schon mal in einem Hopfenanbaugebiet war, kennt das. Es riecht überall in den ganzen Dörfern nach Hopfen. Und das ist alles hier, sag ich mal, Aroma, das verloren geht bei der Trocknung. Also das sind Sachen, die über die Trocknung nach außen getragen werden und die der Hopfen verliert im Vergleich grünen Hopfen zu getrocknetem Hopfen. Então, quem já teve o prazer de visitar uma região produtora de lúpulo na época da colheita, deve ter tido esse prazer de sentir o aroma de lúpulo impregnado assim nas ruas das cidades, o que na verdade é para um cervejeiro uma coisa triste, né? Porque esses compostos na secagem estão indo embora, né? Aber letztlich muss ich trocknen. Also ein Hopfen, wie er vom Feld kommt, ist nicht haltbar. Innerhalb von ein paar Stunden ist der eigentlich kaputt. Also man hat keine Alternative im großen Stil, außer dass man den Hopfen trocknet und auch ein bisschen das in Kauf nimmt, dass man Öl verliert, dass man vielleicht auch ein bisschen Aroma verliert, das ist in der Sache. Mas, infelizmente, temos que secar para estabilizar o produto, né? Ele estraga em poucas horas se deixar ele em forma verde, né? E nem todo mundo tem sua cervejaria dentro do jardim de lúpulo e pode fazer cerveja com lúpulo direto da planta, né? Und wenn wir... Okay, ich gehe hier hin. Wenn wir im Labor das Ganze analysieren, dann ist der Weg eigentlich der Hopfen wird, wie gesagt, in einer Wasserdampfdestillation von seinem Öl getrennt. Das ist die gleiche Folie, aber ohne diese Bilder. Okay. Mhm. Dann wird diese Fraktion, die man bekommt, dieses Öl, wird aufgetrennt chromatografisch in eine Kohlenwasserstofffraktion und in eine Sauerstofffraktion. Então aqui o processo da destilação para extrair os óleos e esse segundo símbolo aí mostra a separação em fração de hidrocarbonetos e uma de compostos oxigenados, que vão depois passar por uma cromatografia gasosa. Und dann wird das Ganze aufkonzentriert und im Gaschromatographen gemessen. Also das ist so der Weg, wie wir bei uns im Labor, in der Nateco, in dem Extraktionswerk unsere Hopfenaromastoffe bestimmen. E aí os picos que essa cromatografia mostra, daí são os compostos aromáticos identificados. Und was wir bei uns können aktuell von diesen 400 Stoffen sind ungefähr 60. 60 Stoffe sind kalibriert, die wir als wichtig erachten, um das Hopfenaroma auch zu beschreiben. Und das ist hier mal eine Liste, wo das zumindest mal nachzulesen ist. Also ich werde nicht auf jeden einzelnen Stoff eingehen, aber man sieht hier recht schön aufgeführt mal, was wir eigentlich so analysieren können bei uns. Então, quando você faz esse exame, essa análise no laboratório, você tem que calibrar cada composto. Isso é certo esforço. Eles hoje estão com 60 compostos calibrados na cromatografia e aqui está uma listagem dos que eles consideram mais importante, o que realmente se transfere para a cerveja e cria certo impacto. Genau, und also diese ersten beiden, das sind die Kohlenwasserstoffe, diese leicht flüchtigen Hopfenaromen und alles unten drunter, das sind Sauerstofffraktionen, Aromastoffe. Então, primeiro os hidrocarbonetos e depois os compostos oxigenados.
wenn ich das Ganze jetzt mengenmäßig betrachte, also wenn ich versuche zu sagen, was ist in einem Öl enthalten an diesen einzelnen Aromastoffen, dann hat man hier in dieser Kohlenwasserstofffraktion, in dieser leicht flüchtigen Fraktion, fast 90%. Also das macht 90% der Menge des Volumens aus. Então se a gente olha a quantidade em ml de óleo e analisa o que, que cada fração e o que, que ela representa em volume, a fração dos hidrocarbonetos gira em torno de 80-90%, ou seja, é de longe o composto mais forte aí nos óleos totais em termos de quantidade. Da kommen wir jetzt dann später gleich noch drauf. Dieser ganze Teil, wenn ich im Heißbereich in die Würzepfanne gebe, ist weg. Also davon bleibt fast nichts übrig im Bier. Esse conjunto aí de composto, se você dosa isso aí do lado quente, volatiliza praticamente todo, vai embora com o vapor. Und diese Fraktion, also die Sauerstofffraktion, sie heißt so, weil in all diesen Molekülen an irgendeiner Stelle ein oder mehrere Sauerstoffmoleküle enthalten ist. Enquanto a fração oxigenada, que tem o nome porque em alguma parte da estrutura molecular há oxigênio ligado. Und dieses Sauerstoffmolekül erhöht die Polarität. Also das ist attraktiver für Wasser. E esse oxigênio, ele aumenta a polaridade da molécula e aumentando daí o poder de se ligar na água, né? Então fica mais retido assim. Und das ist eigentlich der Grund, warum aus dieser Fraktion, aus diesem Bereich des Hopfenöls, ich sag mal, die potentesten, die stärksten Aromastoffe kommen, wenn man über eine Hopfengabe im heißen Bereich spricht. É por esse motivo que a fração oxigenada é a que mais contribui para sabores de aromas de lúpulo quando é dosado do lado quente do processo. Und ich versuche es jetzt nochmal mit einem Beispiel zu zeigen, was die ganze Sache am Ende so wirklich komplex macht, wenn man über Hopfenaroma spricht. Agora quer rapidinho delinear por que é tão complexo quando a gente fala sobre o aroma. Also man hat zwei Aromastoffe. Einmal Myrcen, das kennt jeder, ein sehr bekannter Kohlenwasserstoff für dieses grüne, unreife Aroma des Hopfens verantwortlich, und Linalool, was ein Stoff ist, der diese Blumigkeit des Hopfens ins Bier bringt. Und wenn man die beiden jetzt vergleicht, was passiert, wenn man sie ins Bier dosiert, dann ist das vielleicht ganz interessant zu sehen. Então, comparando rapidinho dois compostos, o Myrceno, que é muito conhecido, até mais fácil de encontrar em análises de lúpulo, assim, nos pacotes, né? O Myrceno, que representa um pouco esse verde, um pouco de aroma verde, e o linalool, que é mais o floral. Und Myrcen ist von der Menge her in Hopfen viel mehr enthalten. Also man hat 1000 Milligramm in 100 Gramm Hopfen. Und Linalool ist sehr gering enthalten, 10 Milligramm pro 100 Gramm. Also man hat einen riesigen Unterschied von diesen beiden Aromastoffen, was die Menge angeht. Então você vê que o quanto que tem mais Myrcen no lúpulo do que linalool. É muito mais. Und was jetzt die ganze Sache besonders macht, ist Myrcen, ein Kohlenwasserstoff, schlecht löslich. Man kriegt davon fast nichts ins Bier. Nur 1% ist ungefähr die Transferrate, wenn man das ins Bier gibt, weil alles sofort wieder über den Kamin verschwindet. Porém, o Myrceno é da fração dos hidrocarbonetos, que volatiliza muito. Und Linalool ist ein Alkohol, man hört es an dieser Endung, Ol, ist einfach in Würze, in Bier, besser löslich. Enquanto o linalool, né, o ol, já disse que é um álcool, contém oxigênio, aumenta a polaridade e se liga melhor nas moléculas de água, é mais solúvel. Und wenn ich jetzt rechne, was bei einer Transferrate vom Hopfen tatsächlich im Bier landet, mit einer bestimmten Transferrate, dann sieht man hier, für Myrcen sind das weniger wie 100 Mikrogramm, für Linalool ungefähr in diesem Rechenbeispiel 30 Mikrogramm. E daí quando a gente olha o que, que realmente chega no, na cerveja terminada, a gente vai encontrar menos que 100 microgramas de Myrceno e 30 microgramas de linalool. Und was jetzt das Ganze noch erschwert, nicht alle Aromastoffe schmecken in der gleichen Konzentration gleich intensiv.
E daí, claro que a gente ainda tem que pensar no limite sensorial, né? Um composto pode até estar muito mais presente, mas se ele não é facilmente detectável para uma pessoa normal, o impacto desse composto é pequeno. Und das ist der Grund, warum ein Stoff wie Myrcen, obwohl er sehr viel enthalten ist, eigentlich keinen Beitrag leistet zum Aroma in einem Bier, das mit einer späten Hopfengabe gehopft würde. Então chega até e fica insignificante o teor de merceno quando você dosa esse lúpulo na fervura, né? Porque já volatiliza muito e o limite sensorial está alto. Und das nochmal in einem Beispiel, also das war eine, sagen wir, theoretische Berechnung, hier in einem Beispiel. Ich brauche, um das Aromapotenzial abzuschätzen von einer Hopfensorte, einmal, oder von einem Aromastoff, nicht von einer Hopfensorte, die Geschmacksschwelle, also wie viel muss drin sein, dass ich das schmecken kann, und ich brauche die Transferrate dieser Hopfenaromastoffe, und das für jeden einzelnen dieser 400. Então, teoricamente, a gente teria que estabelecer limite sensorial e a taxa de transferência, dependendo de quando você dosa, para cada desses 400 compostos que existem no lúpulo. Und was das Ganze dann endgültig zum eigentlich immer explodieren bringt, was diese Theorien angeht, ist, dass es synergistische Effekte gibt. Also ein Aromastoff und ein weiterer Aromastoff schmecken anders wie die einzelnen Aromastoffe. E o que detona a capacidade de entender isso aí de forma contundente de vez é que ainda existem efeitos de sinergia. Ou seja, se você tem dois ou três compostos que quando interagem mudam o limite sensorial, para você quantificar isso é quase impossível. Deswegen, also es ist wirklich schwierig, einen Aromastoff zu finden, den man analytisch messen kann, und der dann im Bier auch wirklich eine Bedeutung hat für ein bestimmtes Aroma. Also man sucht für eine Aromasorte einen, man sagt, Fingerabdruck. Und jetzt muss man finden, welche Aromastoffe sind denn die, die für mein bestimmtes Hopfen, für meine bestimmte Hopfensorte die entscheidenden sind, die wichtigen sind. Und also ich habe bis jetzt kein Projekt, wir haben ein paar begleitet, letztlich abgeschlossen, wo ich sage, okay, ja, so geht das. Also das ist wirklich schwierig. Então, o desafio que ele até hoje não conseguiu vencer seria, por exemplo, dizer que, lúpulo tal está praticamente definido por tal composto aromático, e você sabendo a concentração desse composto, você já vai saber o que vai acontecer na cerveja pronta. Ok, die Tabelle überspringen wir einfach. Wenn ich das zusammenfasse in zwei, drei Folien, dann ist es so, das habe ich jetzt mehrfach schon betont, dass diese Mono- und Sesquiterpene, obwohl sie einen großen Anteil haben am Hopfen, eigentlich im Bier kaum eine Bedeutung haben wegen ihrer schlechten Lösigkeit. Mas assim, dá para resumir assim que os mono- e sesquiterpenos, né, da fração dos hidrocarbonetos, são voláteis demais para ter impacto na cerveja. Und alles, was ein Sauerstoffatom hat, hat einen höheren Beitrag an mein Aroma und sind auch von der Geschmacksschwelle, von dem, was ich wirklich schmecken kann, oft sehr niedrig. Also das sind eigentlich die bedeutenderen Aromen. Enquanto, né, novamente, os compostos oxigenados realmente, por ser mais solúvel e ter limite sensorial mais baixo, são muito mais determinantes. Und ein Bereich, der, ich sag mal, in der Hopfenwissenschaft gerade sehr populär ist, wo viele Gruppen dran forschen, sind diese Thiole. Sie sind aber wirklich schwer zum Analysieren. Das ist, man redet hier von Nanogramm. Das ist also kaum mehr zu messen und dementsprechend, ich sag mal, schwierig sind auch die Aussagen dazu. E agora a gente estava falando em microgramas no caso dos compostos oxigenados. Agora, quando a gente começa a falar de tióis, né, compostos que contêm enxofre na estrutura molecular, aí a gente já está na faixa dos nanogramas, que já é muito, muito difícil de medir, mas é assunto que está sendo cada vez mais discutido agora. Und einfach, was man jetzt sich von diesen ganzen Aussagen merken könnte oder merken sollte, ist, Öl ist nicht gleich Öl. Also ob ich 1 Milliliter von einer Sorte 1 oder 1 Milliliter von einer Sorte 2 dosiere, das ist natürlich nicht das Gleiche.
E é importante mencionar, talvez pode ser óbvio, mas para a gente ter isso na mente, que 1 ml de óleo de lúpulo da variedade tal não é a mesma coisa do que 1 ml de óleo de outro lúpulo, outra variedade. Das ist auch nichts Neues, aber das, was ich im Hopfen rieche, das haben wir gestern auch schon gehört, was ich im Hopfen rieche, hat, wenn man das im Heißbereich gibt, oft nicht sehr viel zu tun mit dem, was ich im Bier schmecke. Também nada novo, mas aquilo que a gente sente quando esfregamos lúpulo, enfiamos o nariz aí no lúpulo, aquilo, como você já sente o cheiro tão fácil, quase que significa imediatamente que colocando isso aí no lado quente do processo, não vai chegar na cerveja. Ok. Jetzt sind die Folien doch unterschiedlich, verdammt. Mal schauen. Doch, geht wieder zu. Nee, geht nicht mehr zusammen. Mist. Okay, jetzt müssen wir erklären. Ich habe quasi eigentlich, vielleicht ist da noch eine andere Präsentation, die sind doch vertauscht. Então agora a gente dá pouco, bagunçamos a sequência dos slides em português e alemão. Ele vai ter que se virar, você vai usar os portugueses. Musst du jetzt die portugiesischen benutzen. Okay. Können die Deutschen ausmachen. Oh Gott. Okay. Jetzt passt. Jetzt passt? Ja. Okay. Im Endeffekt, wenn man jetzt schaut, wo kann ich denn im Sudhaus tatsächlich das Hopfenaroma beeinflussen? Also das ist ja eigentlich auch das Thema von dieser Präsentation. Ganz vorne geht's los, dass ich mit natürlich der Sortenauswahl, aber auch der Jahrgang spielt dabei eine Rolle und der Erntezeitpunkt der Sorte, da komme ich gleich nochmal drauf. Só vamos dar mais uma olhada rapidinho, onde que a gente pode influenciar, né, o nosso aroma na pressagem. Obviamente pela variedade, safra e ponto de colheita, quando a gente fala da qualidade do próprio lúpulo. Und also wenn ich mich für einen Rohstoff, für einen Hopfen festgelegt habe, dann habe ich natürlich, und das ist das, was Andi ja gestern sehr intensiv behandelt hat, hier im Sudhaus über verschiedene Größen einen großen Einfluss auf einmal die bittere, aber natürlich auch das Aroma. Uma vez definida a matéria-prima, né, a gente tem agora vários parâmetros que a gente pode trabalhar na cozinha. Und was man manchmal so ein bisschen vielleicht auch vernachlässigt, ist die Sudhaustechnik. Also es gibt natürlich Innenkocher, Außenkocher, es gibt aber auch Systeme, die mit Vakuum nochmal nachverdampfen. Und das hat natürlich am Ende einen großen Einfluss auf das, was an Hopfen-Aromastoffen in meinem Bier übrig bleibt. Além dos momentos de dosagem, da temperatura, ainda tem também o aspecto da própria tecnologia empregada, né? Fervedor externo, interno, uma pós-evaporização com aplicação de vácuo, tudo isso vai ter algum impacto, né? Claro. Und eigentlich kann man alle die Punkte, die Andi gestern schon aufgezählt hat, wo Bitterstoffe in irgendeiner Form in Kontakt treten und vielleicht auch Verluste entstehen, aufs Aroma übertragen. Also hier im Bereich Gärung, Lagerung, alles das, Temperatur, Hefezellzahl, welche Bierklärungstechnik verwende ich, alles das nimmt natürlich Einfluss aufs Aroma. Obviamente, cada processo que vai eliminando porções, frações do lúpulo, absorção durante a fermentação, filtragem, tudo que retira pouco de composto da cerveja vai acabar também impactando na intensidade do aroma. Und also diese Frage kommt immer wieder bei uns auf, wo muss ich im Sudhaus den Hopfen geben, das intensivste Aroma zu bekommen? E obviamente eles recebem direto perguntas como qual é o momento ideal para eu ter o máximo de aroma na minha cerveja? Qual é o momento exato? Und also es gibt, glaube ich, keinen Prozessschritt, wo nicht Leute irgendeinen Hopfen dazuschmeißen. Já que não tem nenhum momento que não foi testado já adicionar lúpulos para mexer no aroma. Und also ich habe jetzt mal versucht, in dieser Folie so ein paar Sachen aufzugreifen. Also wenn man Maische-Hopfung sieht. Maische-Hopfung, die Temperatur ist sehr niedrig, also im Vergleich zur Kochung sehr niedrig. Und man hat deswegen kaum Isomerisierung der Alphasäuren. Also man kriegt auch keine Bittere rein. Geschweige denn,
Aroma, weil der Großteil, wirklich der Großteil, beim späteren Kochen wieder verloren geht. Não, que nem o pessoal que já teve talvez já experimentado fazer lupulagens na mostura, mas obviamente como não tem isomerização. Was ich auf dem Weg reinbringe, sind Polyphenole zu einem gewissen Teil des Hopfens und auch diese Hopfenbegleitbitterstoffe. Consegue sim extrair pouco de polifenóis e ABCs. Und diese Vorderwürzehopfung, das ist auch für einige gerade Kraftbrauer sehr interessant. Sie geben das in ja, die Würzepfanne während des Läuterns schon mit rein. Und also rein aus der Logik kann nicht sehr viel passieren, weil der Großteil des Aromas, das man da mit dem Hopfen reinbringt, eigentlich wieder verdampft wird. Es gibt nur eine Sache, da kann man mal kurz drüber nachdenken. Na, e tem a ideia também da lupulagem do first wort, né, durante a filtragem, já adicionar lúpulo no mosto como ele é colhido, e não deveria ter muito problema com isso, porque ainda não tá tão quente, mas depois vai ser fervido, então o óleo vai embora, mas se consegue pegar polifenóis, ABCs, mas a princípio ele não vê muita diferença, a não ser de uma lupulagem no início da fervura. Não tem muita diferença, a não ser o... Also es gibt eine, ich sag mal, Theorie, vielleicht passiert das, ich kann es aber nicht wirklich belegen, dass man hat natürlich etwas niedrigere Temperaturen, damit auch eine bessere Löslichkeit von Sauerstoff, wenn man dann umpumpt. Und vielleicht werden Teile der Sesquiterpene zum Beispiel oxidiert, und damit in eine löslichere, besser löslichere Form gebracht. Und das ist das, was vielleicht manche schmecken und sagen, das ist mein typisches Kettle-Hop-Aroma, wenn ich das vor der Würze-Hopfung mache. Also a não ser, então, aquela ideia da baixa temperatura no colhimento do mosto, facilitando a absorção de oxigênio, que daí em seguida acaba oxidando sesquiterpenos, que se transforma numa forma mais solúvel e vai que isso aí é o composto que você detecta na sua cerveja como seu típico aroma. Und also der Beitrag für das Aroma mit einer Vorderwürzehopfung, den würde ich mal als nicht sehr groß einschätzen. Der Beitrag zur Bittere, zur Ausbeute ist natürlich gegeben, weil ich insgesamt eine längere Heißhaltezeit habe. Mas ele, para ele, esse efeito é muito baixo, assim, ele não consegue confirmar isso aí. Okay. Und wenn man jetzt über die klassische Bittergabe, ich meine, das ist ja in den allermeisten Rezepten ein wichtiger Teil der Hopfung, spricht, dann bleibt von solchen Hopfengaben manchmal ein wir sagen Kettle-Hop-Aroma übrig, aber der allergrößte Teil der Aromastoffe ist im Dampf, ist weg. Aí vamos para a adição no início da fervura, né? Que a motivação é sim isomerizar o alfa, ácido alfa, e assim a perda da maior parte dos compostos aromáticos. Und dann sind wir in dem Bereich, wo es ja jetzt auch darum geht, die späte Hopfengabe. Es gibt keine klare Definition, was eine späte Hopfengabe ist. Also das kann sein 20 Minuten vor Kochende, dann über den Whirlpool. Manche geben im Whirlpool den Hopfen erst dazu, wenn quasi nur noch ein kleiner Schluck drin ist, dass die Kontaktzeit im Whirlpool sehr kurz ist, was schlecht für die Bittere ist, aber gut fürs Aroma, bis hin dann zum Hopback. Alles das ist späte Hopfengabe. Aí, então, o que é uma adição tardia, né? A gente não tem isso muito bem definido. A partir assim, de 20 minutos antes do flame out, né, do final, a gente já fala em adição tardia e vai até o cervejeiro que espera os últimos 10% na tina do Whirlpool para diminuir ao máximo o tempo de contato. Então a gente tem uma faixa muito extensa de momentos de adição dentro da adição tardia. Und also das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich in mein Bier im Heißbereich Aroma reinbringe. Só que daí realmente seriam os momentos onde mesmo ainda estando na abraçagem eu consigo solubilizar bastante Aroma. Und also die einfache Regel, meine steht ja hier, je kühler die Würze und je mehr Hopfen man reingibt, umso intensiver wird das Aroma. Und es gibt diese Grenze mit 85 Grad, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das ist eigentlich diese simple Regel, wenn einer fragt, wie kriege ich viel Aroma,
auf dem Weg. Então, como é que consigo muito aroma? Simples, né? Tô usando muito lúpulo. Tarde no processo. Und die 85 Grad, die kommen eigentlich daher, dass man, wenn man noch kälter wird, eigentlich Probleme kriegt mit der Eiweißabtrennung, also mit der Sedimentation des Eiweiß, des Heißtrubs. Deswegen sagt man eigentlich so, bei 85 Grad ist eine Grenze erreicht, wo man das noch gut hinbringt. Im Whirlpool. O limite seria 85 graus, porque se você esfria muito, wenn man es zu weit abkühlt. Also 60 Grad, dann wird das mit der Eiweiß, mit der Trubabscheidung irgendwann schwierig. Porque se você deixa seu Whirlpool trabalhar abaixo de 85, acaba dificultando a separação do Trub quente. Okay, also am Ende, wenn man in sein Bier Aroma bringen will, dann hat man, ich sag mal, zwei Wege. Das eine, ich will Aroma. Das andere Problem, dass man sich damit einfängt. Man hat natürlich kaum Ausnutzung der Bitterstoffe. Also beides geht nicht. Então o dilema que o cervejeiro tem é, quero bastante aroma de lúpulo ou quero ter bom aproveitamento dos alfáceros, não dá para conciliar as duas coisas. Und wenn man jetzt diese Tabelle anschaut, das sind alles so Beispielzahlen, und hat man hier die Ausbeute, die Bitterstoffausbeute, zu Kochbeginn, Kochmitte, Kochende, Whirlpool, das wird natürlich immer weniger, weil kaum Zeit ist für die Isomerisierung. Ja, a tabela, né, da isomerização, início fervura, no meio, final Whirlpool, né, com as porcentagens de isomerização, e do lado direito, o que a gente consegue tirar do linalol. Und auf der anderen Seite, das wird natürlich mehr. Also die Aromastoffe, wenn man jetzt Linalool als Leitkomponente sieht, wird natürlich mehr. Ja, a gente vê que começa perdendo quasi tudo, só sobrando uns 3%, e no Whirlpool a gente consegue, dependendo quando, né, 20 a 60% de transferência. Also ökonomisch ist das nicht, aber ich tue was Gutes für mein Bier. Trabalhando com muito lúpulo no final, obviamente não é a forma mais econômica, né, em termos de centavos por litro, mas você está fazendo favor à sua cerveja. Also, warum späte Hopfengabe? Ich meine, das weiß jeder Brauer. Ich wiederhole es einfach nochmal an dieser Stelle. Ich will ein deutliches Hopfenaroma. Ich bekomme oben rein zu dem Aroma Polyphenole, die ein bisschen Charakter geben in diesem Bier und mir auch helfen mit Vollmundigkeit, mit Geschmacksstabilität. Und am Ende bekomme ich auch eine ein bisschen angenehmere Bittere, ein bisschen komplexere Bittere auch. Então, quais são os motivos, mais uma vez, de fazer lúpulos tardias, a adição de lúpulo tardia, aromática? Ter um aroma mesmo no copo, solubilizar polifenóis de baixo peso molecular, né, porque vai trazer corpo, provindo não de malte, mas de lúpulo. Nesse caso, estabilidade sensorial e solubilizar os ABCs, que deixam o amargor introduzido numa forma mais harmoniosa. Und also eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie schaffe ich es, ein gleichbleibendes Aroma in mein Bier zu bekommen? Also die Sache ist, wenn ich späte Hopfengaben gebe, ich habe ein sehr charaktervolles Bier, das muss ich versuchen, immer wieder ähnlich oder gleich hinzubringen. Das ist nicht so einfach. Nein, obviamente, como cervejeiros, como assim, que produzem para vender, a gente não pode ter uma grande variação em cada lote. A gente precisa uma ferramenta, ou pelo menos a gente quer uma ferramenta, que permita a gente sempre reproduzir o mesmo resultado. Und wenn ich in meinem Prozess, also das kriegt der Brauer in der Regel gut hin, alles gleich halt. pH, Kochdauer, Zeitpunkt der Dosage, auch die Temperatur, Stammwürze und so weiter, dann entscheidet am Ende eigentlich nur noch, ich sag mal, die Menge an Hopfen, die ich dosiere, und vielleicht auch noch der Jahrgang über das Aroma, das ich am Ende bekomme. Enquanto os parâmetros da brassagem a gente consegue padronizar, né, sem muita dificuldade, o que complica pouco a repetibilidade são as variações de safra, né, e principalmente de safra, variedade que a gente vai conseguir comprar também, né? Und also man so aus unserer Erfahrung gibt's Brauereien, die dosieren Hopfen in dem Whirlpool nach Menge. Immer stur, sie sagen,
100 Gramm pro Hektar, das ist meine Menge, die gebe ich in den Whirlpool. E vocês podem talvez não acreditar, mas até hoje tem cervejeiras que simplesmente tem na receita, eu doso 100 gramas de lúpulo de amargor e pronto, acabou. 100 gramas toda vez, não importa qual é o lúpulo, assim, de que ano. Dann gibt es Brauereien, die sagen, sie sind ein bisschen, sag mal, engagierter in ihrer Berechnung. Sie nehmen Alphasäuren als Grundlage für die Dosage in dem Pool. Und dann gibt es, da wären es aber schon wenige Brauereien, die dosieren, tatsächlich nach Hopfenöl oder sogar nach einem Aromastoff. Berechnen sie die Menge an Hopfen in dieser letzten Gabe. Und das will ich jetzt einfach mal in einer Tabelle zeigen, was dann passiert. Aí já tem cervejeiros um pouco mais empenhados, que fazem pelo menos a correção do ácido alfa e dosam X gramas de ácido alfa em cada etapa. Assim, já mais avançado, novamente, seriam aqueles que ainda olham no total de óleo. E... Ok. Und es ist ein Berechnungsbeispiel. Wenn man schaut, hier drei Sorten, die ich jetzt mal ausgewählt habe, ich denke, die meisten kennen diese Sorten, Perle, Saphir und diese neue oder neuere, so neu ist sie nicht mehr, Flavorsorte Callista. Wenn man die jetzt miteinander vergleicht und anhand dieser Dosagekriterien auch vergleicht, dann ist das ganz interessant zu sehen, was passiert. Agora, para a gente ter um exemplo prático, né, olhando em três variedades bem conhecidas, né, Perle Saphir e o um pouco mais novo Callista, mas agora já tem alguns anos também, a gente pode ter uma ideia dos teores médios dos últimos anos. Ok. Also, sagen wir mal, erster Ansatz. Man dosiert in einer späten Gabe einfach nach Gramm pro Liter. Also, ich gebe... in meinem Prozess eine feste Menge, die auf einer Gramm pro Volumeneinheit basiert. O que acontece na cervejaria do cervejeiro mais tradicional, que simplesmente está com 100 gramas de pellets na receita? Und dann sieht man hier, jetzt nur mit diesen drei Sorten, das kann man mit vielen mehr Sorten auch machen, aber nur mit diesen drei Sorten, man bekommt, wenn man Perle hernimmt, für diese späte Hopfengabe, relativ viel Alphasäuren im Vergleich zu Saphir und Callista. Então, usando esses 100 gramas numa adição tardia, a gente consegue, né, 7 ponto, a gente está dosando 7.4 gramas de alfa na pele e no Callista cai para 2,5. Vom Ölgehalt ist hier jetzt kein so riesen Unterschied in dieser Dosageform. Also man gibt ungefähr die gleiche Menge an Öl ins Bier. Wo man aber einen Unterschied sieht hier, ist natürlich bei Linalool. Und das wird endlich das Aroma auswirken. No caso, o óleo está indo bem junto, o óleo total, mas o Linalool mostra uma grande variação, né, do Perle para contra Saphir ou Callista. Also, damit werde ich vermutlich mit der Perle ein weniger intensives Aroma bringen, obwohl eigentlich hier vom Hopfenöl her das sehr vergleichbar ist. Então, apesar da Perle ser considerada uma variedade de uso duplo, né, aromático e amargor, e ter quase o mesmo, até um pouco mais de óleo, né, é bem provável que o aroma vai ser bem mais fraco do que usando Saphir ou Callista. Und wenn ich jetzt das Ganze nach Alpha berechne, also ich will in meiner letzten Gabe 10 Gramm Alpha dosieren, dann sehe ich, es ist natürlich mit Perle, die hat einen höheren Alpha-Gehalt, weniger Hopfen zu dosieren, als wie jetzt mit Saphir. Und Callista hat einen sehr niedrigen Alpha-Gehalt, da dosiere ich mengenmäßig natürlich viel mehr. Agora, né, o cervejeiro que baseou a dosagem tardia, usando como critério, não, eu quero dosar exatamente a mesma quantidade de ácido alfa. Obviamente vai usar pouco Perle e bem mais Callista. Das gibt jetzt natürlich riesige Unterschiede und diese Biere werden nicht gleich schmecken. Also auf gar keinen Fall schmecken diese Biere am Ende gleich intensiv. Also nicht nur, dass die Aromatik der Hopfensorten einen Einfluss hat, sondern einfach auch die Intensität wird hier eine andere sein, wenn man diese drei Hopfensorten nach Alpha in eine späte Gabe dosiert. Na, agora, usando esse critério como fator de padronização, aí o óleo já mudou muito, o óleo total, e o linalool muito mais ainda. Então essas cervejas vão ser muito diferentes no potencial aromático. Und also ist jetzt in der Tabelle gar nicht aufgeführt, aber natürlich, man dosiert auch Polyphenole, man dosiert diese Begleitbitterstoffe.
Das wirkt sich aus, ob ich 400 Gramm dosiere oder 135 Gramm. E agora a gente ainda listando os polifenóis que vão deixar trazer esse corpo de lúpulo, que daí obviamente no caso do Calista vai ser muito mais forte, a cerveja vai estar bem mais cheia, e até porque o teor de polifenóis nem varia tanto entre uma variedade e outra. Und diese Dosage, das ist das, was viele Handelshäuser, auch wir, empfehlen, um ein gleichbleibendes Aroma hinzubekommen, die Dosage nach Öl, nach Ölgehalt. Hoje os fornecedores de lúpulo, é meio quase que senso comum, é que seria melhor usar como critério de dosagem tardias o critério óleo total. Also man rechnet jetzt, ich gehe nochmal aus diesem Hopfenölgehalt, rechnet man jetzt eine Gabe aus, die dann je nach Ölgehalt unterschiedlich hoch ausfällt. Das ist klar. Also man hat jetzt hier für Saphir und Calista natürlich, weil sie den gleichen Ölgehalt haben im Pellet, die gleiche Menge, die man dosiert. Logo no início a gente já viu numa tabela que o teor de óleo nem variava tanto baseado no peso do lúpulo. Portanto, se agora a gente usa como critério de dosagem o óleo total, as quantidades já não variam mais tanto, né? A gente tem 77 gramas, 91, 91. Und man bekommt natürlich zwangsläufig dann eine unterschiedliche Menge an Alphasäuren, die man dosiert, aufgrund der Unterschiede in den Pellets, in den Hopfensorten. Und hier, man sieht jetzt auch Unterschiede im Aromastoff, in der Aromastoffkonzentration in Form von Linalool. Aí agora, claro que variou bastante a dosagem de ácido alfa, mas lembrando, a gente está falando de adição tardia. Also, e o linalol também variou agora, né, por causa do impacto da variedade de lúpulo. Also, wenn man diese drei Sorten jetzt vergleicht, würde ich sagen, für diese beiden, Saphir, Calista, man bekommt eine ähnliche Intensität. Für das Aroma bei einer späten Gabe Perle wird etwas anders sein. Isso significa, se a gente olhasse um grupo de lúpulos, agora só tem o Saphir e o Calista, mas tem alguns outros que caem nessa mesma família, aí a gente conseguiria critério consistente. Perle cai fora porque ele não é bem do mesmo, não é a mesma ideia de lúpulo do que o Saphir e o Calista, que realmente é lúpulo aromático. Also auch das hört man immer wieder. Ich meine, ich weiß um die Problematik. Wo kriegt man diese Daten her? Also wo steht auf einer Hopfenverpackung, wie viel Linalool in diesem Hopfen enthalten ist? Agora, claro, a gente tem essa problemática que muitas vezes nas embalagens só consta o teor de ácido alfa. Da onde que a gente consegue esses dados? Trotzdem ist es eine Sache, wo wir immer wieder darüber nachdenken, weil diese konstante Aroma-Intensität immer wieder bei uns eine Frage ist oder eine Nachfrage ist, wie ich das hinbekomme, dass das nicht solche großen Schwankungen gibt. Isso aí, na verdade, se aplica ao teor de linalol. Isso que é a questão, se seria interessante talvez ter essa informação, mas ainda não tem isso disponível tão fácil, o teor de linalol das variedades. Was man jetzt hier sieht, wenn man dieses Linalool als Dosagekriterium wählt, ist, dass natürlich Hopfen, die viel davon haben, muss man wenig dosieren. Das sind sehr potente Hopfen, weil man muss nicht viel am Ende reingeben und bekommt trotzdem ein, sage ich mal, schönes, blumiges Aroma. Und wenn ich jetzt einen Hopfen wie zum Beispiel Perle habe, der einfach weniger Linalool in seinem Öl hat, da muss ich davon viel mehr geben, um eine ähnliche Intensität vom Aroma zu bekommen. Mas assim, o que seria legal se a gente conseguisse estabelecer o critério linalol para dosagem de lúpulo aromático é o seguinte: mesmo dosando relativamente pouco Saphir ou Calista, a gente consegue 10 mg de linalol por hecto. Ou seja, dosar uma quantidade X de linalol não precisa ser caro. Und wenn ich das versuche zusammenzufassen, also was sagt mir jetzt so eine Aufstellung aus, welches Dosagekriterium ist das Beste, dann ist klar, diese späten Hopfengaben dienen nicht der Isomerisierung, sondern, und das haben wir schon so oft gesagt, wir lassen es einfach, wenn man Hopfensorten miteinander vergleicht, dann ist eigentlich diese Dosage nach Gewicht, also dieses Gramm pro Liter, oder die Alpha-Dosage nicht das, was man nehmen sollte, wenn man von Jahr zu Jahr, von Bier zu Bier immer wieder ein ähnliches Aroma haben will. Então,
repetindo mais uma vez, dosar X gramas do duplo aromático, sem considerar as variações de óleo e linalol, não vai te dar uma constância no aroma. Also, dieses Öl, es ist, man hat es ja gesehen in dieser Berechnung, es ist auch nicht das Perfekte, um das hinzubekommen, aber es ist eigentlich das Beste, was man aktuell zur Verfügung hat, um diesem Problem etwas entgegenzusetzen. A dosagem usando o critério óleo total também não é assim o melhor critério que existe no mundo, mas o que a gente tem até acesso mais fácil olhando nas descrições das variedades, óleo total consta nos laudos. No momento é o melhor que temos à disposição. Und also was wir gerade überlegen, und da gibt es auch Versuche, und das zeichnet sich ab, dass es nicht verkehrt ist, zumindest ist, dass man diese ganze Sauerstofffraktion, also nicht nur einen Stoff, nicht nur Linalool, sondern alles, was wir messen können, in einer Summe als Dosagekriterium hernimmt, um das Aroma besser vorhersagen zu können. E o que eles estão pesquisando e testando, e tudo indica que seria avanço grande, seria ter o critério do total da fração de... o total de todos os compostos que fazem parte da fração oxigenada. Aquilo seria um bom critério para conseguir uma padronização melhor do aroma. Okay, und jetzt zum Ende der Präsentation noch, ich sag mal, zwei Praxisversuche. Das war jetzt viel Theorie, dass man das auch für die Praxis brauchen kann, wollen wir jetzt einfach noch mit zwei kleinen Versuchen mal zeigen. Agora ele só quer mostrar rapidinho numa experiência prática o que isso significa na cervejaria, a aplicação desses critérios variados. Und also wir haben eine Brauerei, die kam zu uns herangetreten, hat gesagt, sie verwenden Hersbrucker, wollen aber gerne einfach aus verschiedenen Gründen, sie wollen gerne das versuchen zu substituieren und ob wir ihnen dabei helfen können. Então chegou uma cervejaria neles perguntando se eles não podiam ajudar na substituição de Hersbrucker numa adição tardia. Und was wir jetzt versucht haben, dass wir mit Sorten, die in der Hallertau wachsen, eben nicht nur das könnte funktionieren, sondern mit ein bisschen mehr Hintergrund ihm eine Empfehlung geben, welche Sorten vielleicht funktionieren können. Então a ideia foi dar um sortimento, né, variedades que poderiam ser usados para fazer talvez até um blend aí que poderia substituir o Hersbrucker. Und da ist natürlich wenn man diese Hopfensorten anschaut, ein großer Unterschied. Also Hersbrucker ist ein Hopfen mit relativ wenig Alpha. Man hat hier, was man sieht, ausgewählt Sorten schon aus dem Aromabereich natürlich, aber da gibt es Unterschiede. Auch im Ölgehalt. Also ein Hersbrucker hat 0,75 Milliliter pro 100 Gramm. Der Hopfen, der am meisten hier hat, ist Saphir. Also das sind nicht Hopfen, die analytisch, wenn man jetzt diese Daten, die man an einem Sortenführer findet, als gleich bewerten würde. Então, se você olhar essa tabela de variedades conhecidas, você já vê que, assim, pelos valores, você não encontra assim, substituto direto. O Hersbrucker está baixo no alfa, não tão alto no óleo, enquanto o Saphir está bem alto no óleo, tem a variação do beta para alfa. Então, é um desafio achar alguma composição que pode substituir, talvez. Okay, und was wir jetzt hier haben, das ist eine Berechnung jetzt nach Öl. Also das war jetzt das, was ich ja vorhin noch empfohlen habe. Wir wollten schon ein ähnliches Aroma von der Intensität hinbekommen. Also haben wir dosiert 1,2 Milliliter Öl pro Hektar zu Kochende und 1,2 Milliliter in dem Whirlpool. Insgesamt waren es also diese 2,4 Milliliter. Então, a ideia era dosar com critério óleo 1,2 ml pro Hektar no final da fervura e 1,2 no Whirlpool, total 2,4. Und das ist wieder das, was Andi ja gestern gesagt hat. Wir haben eine letzte Gabe, die bringt mir jetzt unterschiedlich viel Alpha mit. Und das muss ich vorne ausgleichen. Also das ist eine Berechnung, die man dann durchführen muss. Und
Man fängt nicht vorne an, man fängt eigentlich hinten an. Então se você lembra que ontem o Andreas quis realmente ressaltar que o jeito correto, o mais fácil de fazer um cálculo de adições de lúpulo na sua braçagem é começar de trás para frente, porque a quantidade resultante de alfa que a sua adição aromática vai te trazer, ela que vai dizer o que falta para completar os IBUs no início. Und das ist eine Riesentabelle. Was am Ende interessant ist, dass, sag ich mal, dieser Bereich der Bitterstoffe, alles hier so von den isohumulonen Bittereinheiten bis hin zu den Holobohnen, das ist einigermaßen vergleichbar. Also da waren wir schon in dem Bereich, wo wir hin wollten, dass man sagt, vom Bittereindruck her oder von den Stoffen, die wir messen können, gibt es keine zumindest gravierenden Unterschiede. Das sind Unterschiede natürlich, aber es sind keine Unterschiede, wo ich sage, oh mein Gott, das kann man so nicht machen. O que ele quer, a tabela é gigante assim, mas o que ele quer mostrar aqui é que os ABCs, né, humulinona, holopona, aquilo até que não desanda tanto entre as variedades. Und was dann aber interessant ist, ist zu sehen, man hat natürlich dann in diesem Aromastoff Linalool schon große Unterschiede. Enquanto o Linalool daí vai acabar mudando bastante. Und das war für uns eigentlich dann der Grund zu sagen, das können wir bei uns im Labor machen. Und wir haben gesagt, na okay, wenn jetzt solche großen Unterschiede da sind, lass uns mal schauen, welche anderen Aromastoffe hier vielleicht auch noch eine Bedeutung haben. Und dann gibt es ein Labor in Belgien, die das machen können. Und da gingen dann die Biere hin und da zeige ich jetzt noch ein paar Aromastoffe mehr, wie Linalool. Analisar cervejas procurando esses compostos, isso eles conseguem fazer lá no laboratório da HVG. Os outros compostos, eles têm laboratório na Bélgica, para onde que eles mandaram as amostras. Porque isso aí, cada coluna disso aí foi uma cerveja experimental. Genau. Also, wenn man das versucht zusammenzufassen, dann sind die Bitterstoffe, das habe ich erwähnt, die Unterschiede sind nicht sehr groß. Auch die Polyphenolgehalte sind, dadurch, dass das alles Aromahopfen sind, vergleichbar, sage ich mal. Und die Linalool-Werte schwanken sehr stark. Então, o teor de polifenóis na análise da cerveja foi bem parecida nas cervejas experimentais que analisaram, mas teve essas variações no teor de linalool. Und das sind jetzt Hopfenaromastoffe in Bier. Also das ist tatsächlich viel schwieriger zu bestimmen wie Hopfenaromastoffe in Hopfen. Deswegen gibt es da eigentlich nur ein paar Labore, die das können. Und wir wollten jetzt einfach, wie gesagt, ein Gefühl dafür kriegen, wie stark die Unterschiede sind. Então aí o que o laboratório da Bélgica analisou o teor de álcoois monoterpênicos e seus ésteres, principalmente o linalool. Daí essas siglas aí, para quem não sabe, HT é Tradition, aí Calista, Hersbruck, Diamant. Sophia. Então são as variedades de lúpulo de cada cerveja experimental. Und also was man klar sieht, es war eigentlich zu erwarten, aber auch hier sind natürlich Unterschiede in den Aromastoffen da. Also es ist wie beim Linalool auch hier in dieser Fraktion zu sehen, es gibt große Unterschiede zwischen den Sorten. E sinceramente deu variações muito grandes entre as cervejas. Und ich meine, hier auch für die Ester sind diese Komponenten, die Fruchtigkeit oft vermitteln, gibt es Unterschiede. Sesquiterpenoxide gibt es Unterschiede und auch die Ketone. All diese Stoffe sind nicht gleich. Então, todos esses compostos analisados mostraram claramente que há variações. Und was wir am Ende der Brauerei sagen mussten, also eine Sorte, die 1:1 einen Hersbrucker ersetzt, die gibt es nicht. Então a resposta curta e grossa para a cerveja foi que meio que esquece, a gente não und tem nenhuma variedade que vai te substituir plenamente o Hersbrucker, ele é único. Also es gibt Sorten, die sind vielleicht ähnlich, aber nicht gleich. Und das ist immer mit dieser Substitution, ich kenne auch diese Tabellen im Internet, wenn man eine Hopfensorte nicht bekommt, dann nimmt auch diese dafür. Also ich finde das sehr kritisch. Então aquelas tabelas que a gente conhece de substituição de lúpulo, que a gente acha na internet, ele vê muito crítico, assim, isso simplifica demais. Und also was wir eben dann als Lösung angeboten haben, und die Ergebnisse habe ich nicht leider dabei, weil noch zu frisch,
dass man über Mischungen probiert, das Ganze abzufedern. Also dass man sagt, okay, Hersbrucker so, 1:1 kann ich nicht ersetzen, aber nimm Spalter mit Hallertauer in einer Mischung und man versucht über diese Aromastoffanalysen auf ein Level zu kommen, das dann für die meisten dieser analysierten Aromastoffe funktioniert. E daí, o que realmente chegaria mais próximo seria blend, né? Onde você olha na tabela e vai brincando com as variedades e as quantidades para nivelar os compostos aromáticos de uma forma que cada uma chega próximo, cada componente chega próximo ao Hersbrucker. Und Vorteil grundsätzlich von Mischungen ist auch, dass man natürlich Jahrgangsschwankungen und auch, sag mal, Versorgungsschwankungen besser ausgleichen kann. Ja, a vantagem que teria o emprego de blends nas cervejarias seria que você não fica tão dependente das safras, né, e da oferta de certo lúpulo. Und letzter Teil, noch ganz kurz, Alterung von Hopfenaroma. Also da gibt es auch immer sehr, sehr interessante Ergebnisse, wenn man Biere aus dem Getränkemarkt nimmt und die ein halbes Jahr im HD noch haben und nach Nick schmecken oder oxidiert schmecken und alt schmecken. Noch ein paar aktuelle Ergebnisse von uns zu diesem Thema Hopfenalterung. Agora vamos só para finalizar, olhar o envelhecimento de compostos aromáticos, né? Aquelas cervejas que ficam 4 meses na prateleira do supermercado e quando você compra, aquela decepção. Und das waren Versuche, die bei Andy Gar gelaufen sind, in der Versuchsbrauerei bei uns, und es wurde dosiert Hüll, Melon zu Kochende und am Ende dann auch noch zum Hopfenstopfen eine Menge dazugegeben, und dann wurde über einen relativ langen Zeitraum immer wieder analysiert, wie sich diese Hopfenaromastoffe verändern. Então fizeram uma cerveja lager básica com uma adição tardia de Hüllmelon e também uma dosagem dele no Whirlpool para dar no total 2,4 ml de óleo por hecto. E essa cerveja eles provaram em vários estágios durante a armazenagem para conseguir fazer uma curva. Und also das sind wieder genau Tabellen, wo ich versucht habe, Aromastoffe zusammenzufassen. Und der Versuchsaufbau ist so, das war das frische Bier, und dann wurde gemessen, also es wurde bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert, bei 0 Grad, bei 4 Grad, bei 20 und bei 30 Grad. Immer das gleiche Bier an unterschiedlichen Plätzen gelagert und einmal über, gut, nur hier bei 0 Grad bei 240 Tagen, also das ist schon fast ein ganzes Jahr, gemessen, und dann nach 470 Tagen. Also ich hoffe, keiner von euch braucht 470 Tage, um sein Bier zu verkaufen, aber genau, das war dieser Versuch. Então aí a experiência foi guardar essa cerveja em várias temperaturas, foi analisada fresca, foi analisada com 240 dias, né, já quase ano, e 470 dias. Ele espera que ninguém de vocês leva 470 dias para vender sua produção, mas para ter uma ideia do que acontece com um prazo tão extenso, fizeram essa avaliação também. Und, also, ich persönlich, wo ich das erste Mal gesehen habe, war durchaus überrascht, wie stabil manche Aromastoffe sind. Also wenn man Linalool anschaut, bei 0 Grad nach 470 Tagen, das ist fast der Ausgangswert. Also das ist die Analysenschwankung, was man da sieht. Das wird, ich weiß nicht, ob es wirklich mehr wird. Aber ele ficou até impressionado com a estabilidade do Linalool. Essas medições são quase dentro da margem de erro da análise. Fica praticamente constante. A 0 graus, né? Man sieht dann schon den Effekt der Temperatur. Also bei 30 Grad hat man dann nach dieser langen Zeit, 470 Tagen, natürlich schon einen deutlichen Abfall. Auch. Klar, a 30 graus caiu pela metade, que infelizmente no Brasil, né, vai ser bem fácil conseguir 30 graus na armazenagem. Man hat aber auch Stoffe wie jetzt zum Beispiel Alpha-Terpenol, die sich bilden aus anderen Substanzen, die im Bier enthalten sind. Also man hat hier einen Anstieg von Aromastoffen, die aus Vorgängern, aus anderen Hopfenaromastoffen entstehen können. Enquanto alguns diminuem, outros compostos até aumentam, né? São produzidos por transformações dentro da cerveja, que nem esse Alpha-Terpenol. Genau. Und wenn man jetzt andere Stoffe anschaut, wie ja, diese Monoterpen-Kohlenwasserstoffe, dann sieht man schon, dass hier mit der Zeit
gerade bei höheren Temperaturen das Ganze doch deutlich abnimmt. Aber auch hier bei 0 Grad und 4 Grad, das ist relativ überschaubar, was man verliert in dieser langen Zeit. Em quanto aos hidrocarbonetos, até que numa armazenagem fria se mantém bem, mas numa temperatura mais alta já tem perdas significativas. Und die Ester, das ist das, was fruchtig schmeckt. Das ist das, was sage ich mal, diese besonderen Hopfennoten oft ausmachen. Auch hier sieht man, dass eigentlich bei kalter Lagerung kaum etwas passiert. Für die meisten dies der Ester. Agora olhando para os ésteres, né, que dão os aromas frutados, novamente armazenado frio, boa estabilidade. Aber dann eben bei langerer Lagerung, bei hohen Temperaturen von einem Bier, dann geht das ziemlich schnell in die Knie. Und wenn man verliert doch deutliche Mengen, und das wird man sicher auch schmecken. Mas já a 20 graus a gente tem perdas significativas e isso vai ser muito perceptível pelo consumidor. Mal schauen, es ist genau, das war jetzt alles spät gehopft, also wirklich nur in claro, isso aí foi oleando em cerveja com lupulagem tardia. Agora estamos oleando para cervejas que ainda receberam dry hop. Also auch bei Dry Hopping sieht das sehr ähnlich aus. Man hat ein bisschen höhere Gehalte. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier diesen Ananas-Ester Isobutyl-Isobutyrat anschaut, dann hat man hier höhere Konzentrationen. Aber die Verluste relativ sind sehr ähnlich. O comportamento é praticamente igual, claro que com tudo no nível mais alto do Dry Hopping. Und um das nochmal zusammenzufassen, also es gibt Hopfenaromastoffe, die sind sehr stabil. Die verliert man auch nach langer Zeit und langer Lagerung nicht. Und tem compostos que são muito estáveis, não se perde mesmo com um prazo muito longo de armazenagem. Und wenn man es zusammenfasst, dann ist eigentlich der größte Feind Temperatur und Sauerstoff. Also ein Bier, das mit viel Sauerstoff abgefüllt wird, wird auch keine gute Stabilität haben des Hopfenaromas. Então, o impacto do tempo não é tão significante quanto a absorção de oxigênio no envase e temperatura. Ok, das waren jetzt zum Abschluss zwei wirklich Versuche, die wir bei uns in der Versuchsbrauerei durchgeführt haben, Praxisversuche zu diesem Thema, und ich hoffe einfach, dass so ein paar Sachen, also ich denke, viele Dinge zu dieser späten Hopfung sind hier bekannt, aber ich hoffe trotzdem, dass noch so ein paar zusätzliche Informationen jetzt rüberkamen, und ja, vielen Dank. Então, apesar de não ter apresentado coisa muito nova, ele espera dar uma renovação no entendimento da lupulagem tardia, e ficou aquela ideia de futuramente talvez ter o critério linalol também. Então a apresentação se resume a isso. Und natürlich gerne Fragen jetzt. E agora, né, perguntas bem-vindas. Obrigado. Agradeço.